Hi, ho und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich erzähle euch jetzt was. Etwas über mich. Etwas, was ich nicht gerne erzähle, aber ja. Ihr seht ja, dass ich dunkle Haare habe. Und ja, ihr seht auch, dass ich Zähne geschnitten habe und alles. Und die meisten würden es auch nicht sehen, aber ich bin Haarzupferin. Wenn ich gestresst bin, zupfe ich mir Haare raus und deswegen habe ich hier so ein bisschen ein Loch in meinen Haaren und es nervt mich. Es nervt mich so sehr. Ich gebe mir immer volle Mühe und hier. Ja, und auf der Seite habe ich kein so schlimmes, aber ja. Aber dieses Zupfen und so, das ist ja gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste, wieso das Zupfen überhaupt bei mir angefangen hat, ist mal abgesehen davon, dass ich das aus Stress angefangen habe. Oh, das ist jetzt ein bisschen heavy, aber lieber mal erzählen und dann mal gucken, was dann passiert. Ich hab ein ähnliches Problem wie Marie Antoinette. Je gestresster ich bin, je weißer werden meine Haare. Also ich habe keine grauen Haare, sondern ich habe wirklich schlicht und ergreifend hier oben vom Hauptschopf, sind jetzt keine Schuppen, das sind echt komplett weiße Haare. Ich weiß nicht, was ich tun soll und ich habe auch schon überlegt, ob ich die mir färbe, weil es mich halt wirklich nervt und ja, aber ich habe da oben am Haupthaaransatz einfach eine Menge weiße Haare, die, aber sobald der Stress nachlässt, was nicht immer ist, aber gelegentlich, merkt man, dass die Wurzeln wieder schwarz werden. Und es ist bei mir das totale Phänomen. Und ich bin aber nicht allein. Mein Papa hat es auch. Also wenn mein Vater gestresst ist, dann wird er auch kreidebleich. Also so von der Haarfarbe. Dann wird er total weiß. Und sobald er dann das Stress ein bisschen nachlässt, kriegt er plötzlich dann wieder schwarze Haare. Es ist total faszinierend. Meine Mutter hat das überhaupt nicht. Der sieht man noch nicht mal im Ansatz an, dass sie irgendwie graue Haare haben könnte. Als ich vor ein paar Jahren mal ein graues Haar gefunden habe, habe ich mich voll gefreut, weil das irgendwie so dieses, sie hat doch wie ich war. Ja. Aber meine Mutter hat oft so ganz dicke schwarze Haupthaare. Das finde ich total witzig, weil sie eigentlich tendenziell eher blond ist. Ja. Schon faszinierend. Naja. Auf jeden Fall, das ist eine der Sachen an mir, die ich überhaupt nicht mag. Aber es gibt noch viele andere Dinge, die man nicht an sich mag. Und ja, das Schwierige ist, oft sind so Sachen, die man verhindern kann. Also ich zum Beispiel, ich weiß, dass diese Löcher entstehen. Zum einen, weil ich meine Haare zupfe aus dem Stress. Aber zum anderen trage ich im Bett immer Kopfhörer, damit ich niemanden aufwecke. Weil ich schlafe ja tendenziell etwas zu wenig. Auch so eine Sache, die mich an mir stört, weil ich dann dadurch immer diese fiesen Augenringe habe. Und ich kenne mich gar nicht ohne Augenringe, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie ich aussehen würde ohne Augenringe. Das ist total, eigentlich total schräg. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wie ich aussehe ohne Augenringe. Weil ich, seitdem ich ungefähr, ja, also bis zu meinem 10. Lebensjahr habe ich immer sehr gut, also habe ich, also, bis 2,5 habe ich, weiß ich nicht, wie ich da geschlafen habe. Dann ab 2,5 habe ich anfangs die ersten 2-3 Jahre auch nicht gut geschlafen. Bin nachts immer irgendwann aufgewacht und zu meinen Eltern ins Bett gewatscht. Dann habe ich allerdings wiederum, als ich dann ein bisschen älter geworden bin, also so mit 5, 6, habe ich dann besser geschlafen. Dann so ab von 7 bis ungefähr 11, 10, 11 um den Dreh herum, habe ich wirklich gut geschlafen für meine Verhältnisse. Also ich muss wirklich für meine Verhältnisse sagen. Und dann mit 11 sind ja die ganzen Traumageschichten aufgebrochen. Und dann habe ich praktisch erst mal 3-4 Jahre fast gar nicht geschlafen. Also das war dann eine Zeit, wo man froh sein konnte, wenn ich die Nacht 3 Stunden zusammenbekommen habe. Weil ich da wirklich nur von Albträumen geplagt war. Dann ist der Asperger gekommen und da habe ich dann wieder angefangen, echt viel zu schlafen, also richtig viel. Aber das ist so das Problem bei mir,
Ich habe dann immer ich habe immer ein Minus, egal wie ich es drehe und wende. Ich kann mich bemühen wie ein, also wirklich, ich weiß nicht, wie viele Ärzte ich jetzt schon besucht habe, die mir zu mir sagen, die mir Tipps hatten, aber irgendwie hat bisher noch gar nichts bei mir funktioniert. Aber ich gehe ins Bett, zum Beispiel um 0 Uhr. Und dann spätestens so um 4 Uhr wache ich auf. Ich wache einfach auf. Ich wache auf und dann kann ich erstmal bis um 8 bis 12, also zwischen 8 und 12 nicht mehr einschlafen. Da geht bei mir gar nichts. Und dann schlafe ich von 12 so bis, also wir nehmen es mal zur Zeit aus, bis so zwischen 17 und 18 Uhr. Und ja. Und das sind dann bei mir bestenfalls so 10 Stunden. Und wenn ich aber noch bedenke, dass ich jetzt gerade noch einen extremen Schlafmangel vom Juli, ein bisschen noch Mitte August hatte, sollte ich eigentlich mehr als die 10 Stunden, die ich eigentlich so brauche, an und für sich schlafen, aber kriege ich gerade irgendwie nicht zusammen. Ja, auf jeden Fall, das ist sowas, was mich total an den nervt, dass ich nicht schlafen kann. Und das stresst mich, dann kriege ich graues Haar, dann fange ich an, dieses graue Haar zu zupfen, dann kriege ich Löcher in die Haare und ja, dann bin ich noch mehr gestresst. Dann schlafe ich wieder noch weniger und es ist so ein blöder Kuhschwanz, so ein ganz blöder Kuhschwanz, den ich nicht durchbrechen kann. Und ja, also früher gab es Zeiten, da habe ich Schlaftabletten genommen, aber ich finde für mich und so. So allgemein unterscheide ich immer zwischen Schlaftabletten, Schlaf und verdientem Schlaf. Den verdienten Schlaf nenne ich den, der aus der Natur rauskommt, weil wenn du mit einer Schlaftablette schläfst, schläfst du natürlich. Aber das Problem ist, wenn du zum Beispiel um 0 Uhr die Schlaftablette nimmst und du aber schon eine gewisse Schlafmenge intus hast, so ist es bei mir zumindest, dann entsteht dann immer so dieses, dann hast du natürlich ein paar Stunden Schlaf aufgeholt, aber dann wirst du natürlich auch wieder später und wieder müde und dann ist dein Schlafrhythmus total im Arsch. Entschuldige die Ausdrucksweise, aber so ist es nun mal. Naja, so ist es eben. Und bei mir hilft da echt gar nichts. Doch, doch, tatsächlich gab es eine Zeit, da habe ich dieses Zenbev-Zeug genommen. Da habe ich tatsächlich besser geschlafen, wenn ich gerade drüber nachdenke. Aber es gibt immer so Zeiten, wo ich ein bisschen besser schlafe, aber am Ende des Tages kenne ich mich in meinem Erwachsenenleben tatsächlich gar nicht ohne Schlafring, ohne Augenringe. Eigentlich eine traurige Erkenntnis, wenn ich so drüber nachdenke. Naja, sei es drum. Ich bin trotzdem in meinem Leben zufrieden, an und für sich, weil man kann auch mit wenig Schlaf viel erreichen. Das würde jetzt meine Mutter nicht unterschreiben. Die ist da gerade zurzeit ein bisschen sehr sauer mit mir, weil sie sagt, ich sollte dafür früher ins Bett gehen. Und die ist auch gerade da ein bisschen besorgt, weil sie sagt, ich hätte viel zu wenig Schlaf. Und sie macht sich Sorgen, dass ich vielleicht irgendwie bald zusammenklappe. Aber kann man nichts machen. Was soll ich jetzt machen? Ja, da kommt nichts. Also, aber an und für sich geht es mir gut. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie das bei euch so ist. Kennt ihr das, wenn man einfach so Zeiten hat, wo man überhaupt nicht schlafen kann? Bei mir ist das manchmal wirklich so, ich kann nicht schlafen und dann urplötzlich schlafe ich wie ein Stein. Und dann schlafe ich auch durch. Also, gut, ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an bell.readmeoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.